Oh ja. Vorne ist die Polizei. So gelb wie der Vögel aus der Asche, macht Krach in der Nacht. Und natürlich, der V8, meine Wenigkeit. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ja, ich meine auch natürlich nicht den Smart vor uns, der ist auch gelb, sondern hier den S7, den Monster S7. Mann, Wahnsinn, echt. Ich kann es auch noch nicht glauben, dass ich jemals sagen würde, ein Auto ist fast schon zu laut. Also wirklich krass. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, mache ich heute mal den ersten Vlog für euch. Ja, einfach mal ein bisschen random rumfahren, gucken, ob wir ein bisschen was Spannendes erleben, coole Autos sehen etc. Und vor allen Dingen möchte ich auch ein bisschen was zum Auto hier sagen. Insbesondere, warum ich mich für dieses Fahrzeug entschieden habe und was ich noch vorhabe mit dem Auto. Also erstmal vorneweg, das war ein ziemlicher Spontankauf. Ich habe ja eigentlich wochenlang nebenbei ein bisschen geguckt, immer mal wieder geschaut, ist was Schönes dabei, habe da meine Mac-Liste, meine Suchaufträge auf Autoscout und der stand dann plötzlich online und ich dachte mir, boah, gelb, ne, geht ja gar nicht. Und dann habe ich mir das Auto ein paar Mal angeguckt, habe parallel leider nichts wirklich Passendes gefunden und dachte mir irgendwann immer mehr, ey, sag mal, sieht schon geil aus, also hat schon was. Und das war so eben ähnlich damals bei meinem F80 M3. Der hatte ja die roten Ledersitze, ja, Frozen Black außen in den Rot. Und das war auch so die ersten paar Male, als ich mir angeguckt habe, nee, geht gar nicht, will ich nicht haben. Und dann habe ich mir ihn immer öfter angesehen und dann fand ich es immer geiler und habe ihn ja letztendlich gekauft und auch einige Zeit lang gefahren und fand es vor allem in Natura richtig geil. Und auch dieses Auto hier in Gelb, ich sag's euch, es knallt vom Allerfeinsten. Also wirklich, das ist ein absoluter Blickfang. Aber manchmal ist es mir schon fast wieder unangenehm, weil das Auto eben so auffällig ist. Da meine ich eben nicht nur den Sound, sondern vor allen Dingen auch die Optik mit dem Gelb. Vegas Gelb nennt sich die Lackierung. Alles hier Audi-exklusiv, auch im Innenraum mit vielen gelben Kontrasten. Die Zinnäten auch am Alcantara-Dachhimmel etc. Hier am Gangwallhebel, die am Lenkrad, in den Sitzen, in den Türtafeln etc. Also viel Carbon auch am Start. Und ja, gefällt mir einfach mega, mega gut. Kann mich nicht beschweren und ist ein Top-Fahrzeug. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall demnächst das Lenkrad machen. Das lasse ich neu beziehen. Das habe ich ja beim 1er BMW auch machen lassen, an bekannter Adresse. Da werde ich euch gerne dann, wenn es soweit ist und ich es gemacht habe, den Link zur Verfügung stellen. Super Arbeit, war super, super zufrieden beim 1er BMW und möchte es neu beziehen lassen. Der einzige Grund, falls da jemand jetzt fragt, warum ich mir nicht das abgeflachte, unten abgeflachte S- oder RS-Lenkrad hier zulege, würde ich gerne. Sieht viel, viel, viel geiler aus, sportlicher, moderner etc. Aber dieses Lenkrad hat eine Lenkradheizung verbaut, ja. Das heißt hier, per Knopfdruck, Lenkradheizung ein. Ist schon ganz geil in den kalten Monaten und dementsprechend dann ein Lenkrad zu tauschen, ein neues Lenkrad zu bekommen mit Lenkradheizung, das ist schweineteuer. Also es kostet gut und gerne mal das Doppelte, also keine Ahnung, da bin ich bei vielleicht 1000 Euro oder so, nur dass ich ein Lenkrad habe, was abgeflacht ist mit Lenkradheizung. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich bei diesem Lenkrad bleiben. Und da jetzt gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Soll ich es einfach neu beledern lassen, so wie es ist, mit diesem Glattleder? Soll ich es beledern lassen mit so perforiertem Leder? Gibt es ja auch ganz oft. Vor allem die abgeflachten sind, glaube ich, auch meistens damit so perforiertem Leder. Oder Alcantara. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist wieder die gelben Ziernähte und hier oben wahrscheinlich eine gelbe 12 Uhr Markierung.
auf jeden Fall da mal eure Meinung gerne bitte in die Kommentare packen. Ich würde behaupten, das Auto ist laut genug und auch schnell genug. Wir werden das Auto auch demnächst mal auf den Prüfstand stellen. Ich werde natürlich auch mal Zeiten messen, 0 auf 100, 100, 200. Und dann gucken wir mal, was der alles so bringt. Gibt auch noch ein Review dann für euch natürlich vom Fahrzeug, weil ich doch finde, dass es ein sehr, sehr, sehr spannendes Auto ist. Denn der Sprung vom normalen A7, ich sag mal so ein 3 Liter TDI Competition, zum S7, der ist schon groß, also rein was so eben den Motor angeht, ja, hier eben schönen dicken V8, 4 Liter Motor, das ist schon mal eine Anpassung. Oh, hier ist viel Polizei gerade. Keine Ahnung. Boah. Sieht aus, wie dass da irgendwas hier beefmäßig am Start wäre. Auf jeden Fall kein Unfall. 3 Streifenwagen, ein 4. stand auch noch an der Seite. Naja, dann bin ich zumindest uninteressant für die Damen und Herren in Blau. Turbo aufgeladen, Biturbo. Motor ist bekannt aus dem S8 Plus, den ich schon hatte. Ist auch derselbe Motor wie im RS6 und RS7, der C7 Baureihe. Hat halt eben dann nur beim RS7 andere Lade und Software. Also großartig anders ist da, glaube ich, nichts. Gut, die Abgasanlage noch, aber diese Abgasanlage, die hier verbaut ist, die ist krass, also wirklich krass. Da braucht es kein RS7 dafür. Fakt ist definitiv, dass ich sehr gespannt bin, was letztendlich dieses Auto an Leistung hat. Also der muss ja massiv nach oben streuen oder was auch immer. Aber da gucken wir mal. Geduldet euch, es wird spannend und ich glaube, es wird den einen oder anderen von euch aus den Latschen kippen lassen. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum dieses Auto so spannend ist. Der S7 ist im Vergleich zum RS7 deutlich, deutlich günstiger. Sei es in der Anschaffung, da sprechen wir über roundabout, je nachdem natürlich, was für ein S7, was für ein RS7, ganz klar. Aber da sprechen wir über roundabout 20.000 Euro, die man für einen vergleichbaren RS7 auf den Tisch legen müsste. 20.000 Euro. Das ist ein anderer, nochmal schöner Gebrauchtwagen. Ja? Also, da kann man natürlich selber dann entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Aber eben wiederum im Vergleich zu einem 3 Liter Competition ist das auf jeden Fall hier die deutlich emotionalere und spaßige Variante. In meinen Augen. Und hier auch RS3, ebenfalls schönes Fahrzeug. Habe ich auch mal kurz überlegt. RS3 als Limousine finde ich sehr sexy. Und 5 Zylinder, ne? Geiler Motorsound. Gar keine Frage. Aber war mir dann letztendlich doch zu klein. Nur mit Kindern, man will ja doch, man braucht ein bisschen Platz. Man möchte ein bisschen Platz, man möchte auch selber ein bisschen Komfort haben, ein bisschen Luxus. Natürlich der RS3, für den ich mich interessiert hätte, wäre das modernere Auto gewesen, keine Frage. Aber ansonsten geht das voll klar. Wir sind übrigens auf dem Weg Auto waschen, ja, in die Waschanlage. Denn die Fahrt nach Hause hat ordentlich Fliegen gekillt. Ich weiß nicht, ob es nur am Gelb lag, weil das ja doch dann schon schön das Viehzeug anzieht. Oder ob es einfach eben im Allgemeinen am Verkehr auf der Autobahn lag und ich da die ein oder anderen Fliegenfamilien gekillt habe. Sorry an dieser Stelle. Peter, bitte verschont mich. Bereit? So, Leute. Brutal! Brutal! Also das ist echt krass. Du hast ja gerade gestartet zum Vorfahren, da waren die Klappen zu, oder? Der macht immer keinen Start. Das war echt krass. Das ist echt heftig, Mann. Übel. Also, wenn er jetzt runter ist, ja, auch dieses Blubbern. Das ist ja, ja, ja. Krass. Brutal. Schubabschalter. Ja. Wirklich geil. Ja, machen wir lieber wieder aus, bevor die schimpfen. Ja, wir haben jetzt die Nachbarn belästigt hier. Also, sorry an dieser Stelle. Also das war jetzt wirklich krank laut. Hätte ich nicht erwartet. Abgasanlage. Das
Abgasanlage von, was war das? Workshop 05? Workshop 05 heißen die, ne? Also richtig gut, Klappensteuerung am Start. Felgen hier, Lashanti, brutal, finde ich auch mega. KWV3 hast du verbaut, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, Leute, wenn ihr mal vielleicht Lust habt, ein bisschen mehr Infos zu dem Auto zu bekommen oder ein Video, meinst du, das wäre mal möglich? Ja. Video machen zu diesem X3 M40i. Also braucht sich hinter dem X3 M auch nicht verstecken, dann auf jeden Fall mal in die Kommentare Bescheid geben. Und dann machen wir ein bisschen Action hier. Leute, Lamborghini Urus, Lambo Truck ist so mittlerweile gefühlt, ja, Nürnberg nicht ganz so krass, aber München wahrscheinlich so Golf-Style, ne? Fährt ja jeder. Außer wir, aber sehr geil und die Lackierung passt sehr, sehr, sehr gut. Hier zu meinem S7, also auch nicht schlecht. Und das Teil hier ist echt mega geil. Also da müssen wir mal ein Video machen zu. Guck mal. Die Felgen sind nicht lang. Brutal. So, jetzt fahren wir noch mal kurz durch die Staubsaugerhalle. Ist immer ganz cool und angenehm, egal bei welchem Wind und welchem Wetter. So, suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen aus. Das ist eine schöne Corvette. Auch sehr, sehr schick. Stellen Sie jetzt auch einfach mal hierher und saugen den Hobel mal komplett durch. So, jetzt noch eine kurze Info von außen zum Fahrzeug. Jetzt ist er einigermaßen sauber. Klar, hat ein paar Macken, gar keine Frage. Aber es sind wirklich Kleinigkeiten und dafür gibt es dann mal eine ordentliche Aufbereitung und Smart Repair. Felge hier hinten rechts, leider komplett gedamaged. Einmal hier so Viertel um den Felgenkranz rum. Das war schon, den habe ich so geholt. Aber gut, kann man auch mal neu machen. Einfach mal nochmal schwarz ordentlich dann drüber lackieren und gut ist. Ansonsten ganz so gut ging die toten Fliegen nicht ab. Klar, er hat ein bisschen Steinschläge vorne auf der Haube, an der Frontschürze. Aber das ist nichts Wildes. Das sind, ja, wie sagt man, Kampfspuren, ne? Das ist ein Auto, wird ja gefahren, ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Das Einzige, was wirklich auch ein bisschen kacke ist, ist das hier. Aber da gucken wir mal, was man da alles machen kann mit Smart Repair etc. Also warum habe ich mich für dieses Kennzeichen entschieden? Jetzt könnten die ein oder anderen von euch sagen, oh, Poser macht hier auf RS. Ja? Also erstens mal, Leute, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß und sieht, das ist kein RS. Fakt. Das Nächste ist, ich werde an diesem Fahrzeug nichts optimieren in Richtung RS. Ja? Also abgesehen vom Klang oder der Leistung. Ich werde hier keine RS-Aufkleber anbringen oder Frontschürzen, ganz zu schweigen von der Abgasanlage oder also eben den Endrohrblenden. Da werde ich nichts tauschen in die Richtung. Das Auto bleibt so, wie es ist. Ja? Also abgesehen von den Dingen, die ich euch vorhin aufgezählt habe. Aber warum jetzt eben RS? Ich wollte eigentlich nur FÜ für Fürth, ja, Fahrer übt, FÜS 777, das wäre so mein Wunschkennzeichen gewesen, war natürlich so oder so nicht frei. Und da, wo ich wohne, also Fürth Stadt, da gibt es insgesamt, ich glaube, 3 oder 4 Buchstaben, die man einzeln verwenden darf. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Lass es O und Y und keine Ahnung, K gewesen sein oder so. Aber S auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend musste ich 2 Buchstaben nehmen und habe mich dann daher für RS entschieden und natürlich für die 7, weil es ist ein S7, kein S6 oder sonst was, deswegen RS7 und die 15. Zum einen, meine Tochter hat Geburtstag, die Große, am 15. April, dementsprechend lag das für mich dann nahe. Sie war auch dabei, als ich die Kennzeichen abgeholt habe, das Auto zugelassen habe, da habe ich das einfach so dann spontan gemacht. Und zum anderen, das Auto ist auch noch zusätzlich mit einer Erstzulassung Ende 2015 versehen. Also das passt auch ganz gut. Hoffen wir mal, dass es Glück bringt. Toi, toi, toi. Und ja, würde ich sagen, jetzt geht's weiter. Genug hier von außen geschwafelt. Rein ins Auto. Thank you.
jetzt flexen wir mal eine ordentliche Runde durch den Tunnel hier. Und ich sag's euch, der Klang im Tunnel ist wirklich abartig. Das hallt und schallert, da haut es die Ohren weg, echt. War jetzt nur ein kurzer Tunnel, aber ich verspreche euch, ihr kennt ja meine Lieblingstunnel in Nürnberg. Vor allem bekannt, glaube ich, aus den alten E92 M3 Videos, aka laut sein Vater. Das ist hier, glaube ich, 2.0 jetzt oder laut sein Onkel, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es da natürlich auch demnächst noch was zu hören und zu sehen für euch, gar keine Frage. Ich möchte auch wieder ein bisschen so Richtung Vlogs gehen, also Vlogs, Vlogs, ja, einfach mal ein bisschen random rumfahren. Vielleicht auch mal mit ein paar anderen Leuten, die coole Autos haben. Und man trifft ja auch zufälligerweise oft mal welche. Da kann man sicherlich auch die eine oder andere Action mal machen. Und ja, da gerne auch euer Feedback dazu, was ihr zu diesem Fahrzeug oder allgemein in Zukunft so auf dem Kanal sehen wollt. Ich habe einige Videos in der Pipeline, also so ist es ja nicht. Da kommt jetzt wieder wirklich regelmäßig Content, das verspreche ich euch, das habe ich mir vorgenommen. Der Grund, warum ich überhaupt wieder angefangen habe, glaube ich, mit YouTube, war, weil ich es A, extrem vermisst habe, wirklich, also A, das Thema Automobil, aber ich habe das auch einfach mal gebraucht, diese Auszeit, runterfahren, runterkommen, alles ein bisschen sortieren, andere Baustellen gehabt, andere Prioritäten auch vor allen Dingen und ja, genau deswegen, da gibt's auf jeden Fall demnächst einiges wieder zu sehen auf dem Kanal. Und der zweite Grund im Übrigen, der seid ihr, also ich habe ja auch viele, viele, viele Nachrichten bekommen, sei es Kommentare auf YouTube, sei es Instagram-Kommentare oder vor allem auch Privatnachrichten, wann denn wieder Videos kommen und ob wieder Videos kommen und dass ihr mich vermisst. Ja? Also natürlich jetzt nicht hier tausende von Nachrichten, aber es waren wirklich einige, es waren mehrere Dutzend, es waren wirklich über diese 2 Jahre, zu denen kein oder nur sehr unregelmäßiger Content kam. Es waren da mit Sicherheit an die 50 Nachrichten allein auf Instagram, wenn nicht sogar mehr, die eben gefragt haben, wann ich wiederkomme und dass sie meinen Content feiern. Und das ist eine Riesenehre für mich, ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß, ich habe eine geile Community und deswegen liegt es jetzt auch an euch, wie es weitergeht. Ja? Gebt ordentlich Input, Kommentare, wenn euch die Videos gefallen, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen, dann ist es auch okay, dann seid so fair. Gebt einfach Feedback auch ab. Ja? Konstruktive Kritik ist immer willkommen und wird auch umgesetzt im Rahmen des Möglichen. Ja, und natürlich auch, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo dalassen. Also schaut auch mal auf dem Kanal vorbei, wenn ihr nicht will. Fahren wir eben rein. Guck mal Leute, auch extrem witziger Zufall, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ein Audi S7. Zwei Audi S7. Drei Audi S7. Dreimal Audi S7. Cool, oder? Und dann haben wir hier, glaube ich, wahrscheinlich den auffälligsten. Servus, hi. Ich glaube, das Blau sieht auch ganz geil aus, finde ich. Das ist hier ziemlich dezent. Und dann knallt es hier. DHL Express. Alter Verwalter, das ist schon
Schon ein kranker Sound. Mein Friseur, der wollte mal einen kurzen Soundcheck hören. Ja, schaut mal, Freunde, was ich für ein Held mal wieder war. Drehregler hier für die Anwahl der seitlichen Außenspiegel. Ja, da ist so ein Nippel, so ein Plastiknippel eigentlich drauf. Und ich habe ja vorhin das Auto ausgesaugt. Und ich bin irgendwie blöd hingekommen mit dem Sauger. Und dann ist da was runtergefallen auf dem Boden. Also nicht hier, sondern in der SB-Staubsaughalle. Und ich habe irgendwie so instinktiv mit meinem Staubsauger, weil ich dachte, da ist irgendwas runtergefallen, was einfach Dreck war oder Müll, bin hin und saug das Teil ein. Und in dem Moment, wo ich es wegsauge, gucke ich hier und denke mir, ah, warte mal, da fehlt doch jetzt irgendwas. Was ist denn hier los? Ach scheiße, da ist das Ding abgebrochen. Und ich dachte mir so, nein, wie blöd kann man sein? Aber das war so ein Reflex, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war so ein komplett unüberlegter, dummer Reflex. Und ich habe mir danach gedacht, du Idiot. Schöner roter 911er, sehr schön. Jetzt wäre ich natürlich gerne erst rausgefahren, dann hätte er einfach einparken können und nicht einfach rausfahren, aber so ist das. Schönes Auto. Erinnert mich natürlich gleich an meinen Panamera GTS in Rot. Da auch ein schöner RS3. So, alles easy, perfekt. Sehr geiler G63 AMG Brabus, also zumindest hat er das Brabus-Emblem vorne drauf, muss natürlich nichts heißen, kann aber. Ja, jetzt seht ihr ihn. Sieht schick aus, oder? Das ist ein G55, könnte auch sein. Ich glaube, das war ein G55 eventuell umgebaut. Ohne Gewehr. Schöner C63 AMG. Oh ja, klingt gut. Immer entspannt fahren, am besten, wenn ihr gerade am lauten Musik hören seid, leise machen, Fenster zu, ja, keine Pose-Attitüden zeigen und natürlich nicht irgendwie ihr allzu stark beschleunigen, dann glaube ich, ist es entspannt. Ich habe heute echt schon, ich glaube, mindestens 4 oder 5 Polizeiautos gesehen, also an denen ich vorbeigefahren bin. Und damit meine ich nicht die, die gerade im Einsatz waren, sondern die
auf der Gegenfahrbahn gefahren sind oder sogar einmal vor mir gefahren sind. Und ich denke mir trotzdem immer so, ja, laut ist das Ding. Was machst du hier? Fahrradspur, okay. Aber ich will's auch nicht drauf ankommen lassen, auch wenn hier alles soweit safe ist, aber der schlängelt sich da ganz schön durch, der Schlinge. Der wird wahrscheinlich schnell nach Hause, hat Angst, dass es gleich zum Regen kommt. Verständlich. Wer will schon mit dem Motorrad im Regen fahren? Aber noch sieht es ganz gut aus. Ein paar Tröpfchen hat es gerade gegeben, nämlich, aber bisher geht's.